Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Ich zeige euch heute, wie ich ein Shirt nähe. Ein Empire Shirt, das heißt hier mit einer Ansatzlinie. Ein Upcycling-Projekt, ähnlich wie diesem Shirt, das ich nun gerade trage. Das Video zu diesem Shirt findet ihr hier oben, wer es noch nicht gesehen hat. Und nun schauen wir mal. Ich habe hier ein Shirt gefunden. Das ist etwa Größe 46 oder 48, XL steht drin. Das hat nur so kleine angedeutete Ärmelchen, aber es ist gelb und gelb ist toll. Dann habe ich hier einen gelben Jersey-Kopfkissenbezug. Keine Ahnung, wo ich den gefunden habe. Und daraus mache ich heute ein Shirt. Ich habe mir eine Skizze gemacht. Und ich habe mir genau überlegt, was ich wie aus diesem Stück zuschneiden kann. Das ist ja ein relativ großes Stück Stoff, ein Kopfkissenbezug. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich alles auf das Stück raufbekomme, dass das am Ende auch reicht, bevor ich anfange, dass das auch funktioniert, so wie ich es vorhabe. Und jetzt geht's los. So, hier ist nochmal die Skizze. Ich werde aus diesem meine Passe zuschneiden. Oben aber einen Einsatz machen in Gelb, denn so einen Wahnsinns-Halsausschnitt möchte ich nicht tragen. Aus diesen kleinen Ärmelchen mache ich die Streifen für die Ärmel vorne. Und aus dem unteren Teil, was dann hier noch übrig ist, werden die Streifen hier unten gemacht. Den Einsatz, den Ärmel und das Hauptstück des Shirts schneide ich aus dem Kopfkissenbezug. Das geht nur, indem ich diese Schnittteile der Ärmel so ein bisschen versetze. Ich habe das genau ausgerechnet. Es passt also. Wenn ich keinen Fehler gemacht habe, dann wird es passen. So, das Erste, was ich nun mache, ich zerlege dieses Shirt. Und zwar ganz knapp an der Naht. Denn das wird wieder sehr knapp. Ich brauche jeden Zentimeter, sowohl vom Ärmel als auch von diesem Oberteil. So, hier habe ich noch einen kleinen Zwischentipp für alle, die auch solche kleine Lieblinge zu Hause haben. Meine liebt es, auf dem Bügelbrett zu liegen. Ich möchte aber nicht vor jeder Naht, die ich ausbügeln muss, das Bügelbrett abhaaren. Deshalb liegt da ein altes Handtuch drauf. Dann kann die Katze drauf liegen. Und wenn ich nun bügeln möchte, schlage ich das zur Seite und wenn ich fertig bin mit Bügeln, schlage ich es sofort wieder drüber. Denn es reicht eine Minute aus dem Zimmer gehen und das weiße Tuch ist schwarz. Hallo Katze! So, ich habe nun die beiden Ärmelchen gebügelt. Die sind nicht ganz gleich, also nicht symmetrisch rechts und links. Ich lege das jetzt schön aufeinander. So. Unten die Kanten bündig. Also ich werde den Originalsaum verwenden. Und nun lege ich mein Schnittmuster. Das hier ist meine Saumzugabe. Die brauche ich ja nicht, denn der Saum ist ja bereits genäht. Das heißt, das lege ich jetzt hier möglichst in die Mitte drauf. Steckt das fest. Wo ist mein Nadelkissen? Das ist übrigens auch so ein Trick. Meine Katzen lieben es, Nadeln aus dem Nadelkissen zu ziehen. Deshalb ist das in einer Plastikbox. Und dann schneide ich das hier ab. 1 cm Nahtzugabe ist im Schnittmuster bereits enthalten. So. Und dann schneide ich das ab, so hoch, wie es halt eben geht. Also ich schaue, wo habe ich beide Lagen noch.
Also hier habe ich noch einen Zentimeter mehr, aber hier ist nichts mehr. Ich habe das jetzt einfach hier auf der Linie der Schneidematte ausgerichtet und nun kann ich mein Lineal hier ebenfalls an eine Linie der Schneidematte legen und das einfach abschneiden. So. Und ich habe nun ein bisschen mehr als 7 cm minus Nahtzugabe bleiben 6 cm für den Ärmel nachher übrig. Und ich versuche den Streifen hier unten dann ungefähr gleich breit zu machen. So, ich habe jetzt also den Kopfkissenbezug, die Seitennähte abgeschnitten, den Reißverschluss herausgeschnitten. Der geht in die Reißverschlusskiste, denn der kostet ein bisschen Geld, wenn man ihn kaufen muss. Jetzt schneide ich die Ärmel zu. Ich habe hier unten diesen Streifen, der hat hier 7,5 cm. Es geht aber 1 cm Nahtzugabe ab, also hat er nachher 6,5 cm. Das hier ist mein Ärmel ohne Saum. Und ich muss jetzt hier 6,5 cm wegnehmen und aber 1 cm Nahtzugabe wieder zugeben. Denn die brauche ich auch hier. Das heißt, ab dieser Linie brauche ich 5,5 cm. Mache ich mir ein Zeichen. So. An dieser Stelle schlage ich mein Papier um. Und so schneide ich nun den Ärmel zu. Hier ringsherum ist ebenfalls 1 cm Nahtzugabe bereits enthalten. Den Ärmel habe ich nun einzeln aufgesteckt und schneide ihn nun einzeln zu. So, nun habe ich dieses zugeschnitten. Und nun lege ich es. Also im Bruch konnte ich es nicht zuschneiden, weil hier der Stoff, ihr seht das, hier fehlt ein Stück. Deshalb muss ich jetzt hier ein bisschen nach oben. Ich glaube, ich bin nicht im Bild. So. So dass ich hier die Ecke habe und hier. Und nun kann ich das so nochmal aufstecken und zuschneiden. So, ich habe mein T-Shirt schön flach auf die Schneidematte gelegt. Geschaut, dass hier nirgendwo mehr Falten drin sind. Dann habe ich mir hier mein Lineal hingelegt, dass ich hier einfach die Mitte markiert habe. Macht das mit Hilfe des Lineals und der Linien auf der Schneidematte. Hier seht ihr das Schnittmuster. Das habe ich jetzt hier draufgelegt. Wichtig, am Schnittmuster habe ich an der Schulter einen Zentimeter Naht, also das Papier einen Zentimeter weit umgefaltet, denn da brauche ich keine Nahtzugabe mehr. Die Schulter ist ja bereits fertig genäht. Dann habe ich das hier so aufgelegt. Nun kann ich das umschlagen, ringsum feststecken und ausschneiden. Hier oben fehlt mir 1 bis 2 cm. Auf der rechten Seite, auf der linken ist es okay. Ich schneide das jetzt trotzdem mal so zu und dann muss ich mir was ausdenken. So, ich habe das jetzt zugeschnitten. Auf dieser Seite habe ich wirklich alles, was ich brauche. Und hier unten die Ecken habe ich auch. Aber hier oben an der einen Schulter, hier fehlt es mir. Und zwar am Vorder- und am Rückenteil. Das kommt daher, dass solche Shirts oft ein bisschen verzogen sind. Ich habe jetzt aber, das ist das Teil, was ich übrig habe. Also das hier unten darf ich nicht zerschneiden, das brauche ich später. Aber diese Streifen hier, die kann ich verwenden. Und hier werde ich jetzt einfach einen solchen Streifen hier annähen und dann das nochmal zuschneiden. Ihr dürft mir dann in die Kommentare schreiben, ob ihr es später bei der Anprobe sehen werdet. So, ich habe jetzt hier das ein bisschen vom Papier gelöst, habe mir vorher hier aber Stecknadeln hineingemacht, dass mir das nicht alles total verrutscht. Dann habe ich einen Streifen hier angenäht. Ganz knappkantig. Also ich habe es füßchenbreit laufen lassen, aber die Nadel ganz nach rechts gelegt. Und nun kann ich das
hier herausziehen, hier wieder feststecken und dann nochmal zuschneiden. Danach werde ich die eben genähte Naht ein bisschen ausbügeln. So, als nächstes werde ich diesen Einsatz hier zuschneiden. Ich habe wieder meine Nahtzugabe hier oben umgefaltet, denn die Schulternaht ist bereits genäht. Ich lege mein Schnittmuster oben an der Schulternaht bündig und hier vorne in der Mitte. So, und nun schaue ich, also hier ist mein T-Shirt zu Ende, hier, und gehe hier mindestens 3 cm drüber. Ups, gerissen. So, also hier ist das T-Shirt zu Ende und hier mache ich eine Nadel etwa 3 cm weiter drin. Und hier unten dasselbe. Ich werde es bis hier unten machen. Also hier ist diese Knopfleiste, da habe ich eine Öffnung und hier ist ein Stück, also bis hier ist es nicht mehr geöffnet und hier gehe ich nochmal 3 cm drunter und mache mir hier eine Markierung. Ich mache mir noch eine Markierung für den Rücken. Hier ist der Rücken, da gehe ich auch 3 cm etwa drunter. Das kann man nach Augenmaß machen, da kommt es nicht drauf an. Und so schneide ich mir nun mein Einsatzstück zu. Die Schulter geht bis hier, der Rücken geht bis hier und das Vorderteil geht bis hier. Mal sehen, ob ich genug Stoff habe. So, ich habe nun zugeschnitten und jetzt geht's auch schon ans Nähen. Das hier ist meine Halsblende. Die liegt hier im Bruch und hier ist es offen. Als erstes schließe ich das zum Ring und bügle die Naht aus und übertrage mir noch meine Schulterlinienmarkierungen. Dann schließe ich hier an diesem Teil die Seitennähte und bügle sie aus. Das hier ist nun der Einsatz. Das hier ist das vordere Teil mit der markierten Mitte und der Rücken mit der markierten Mitte. Da schließe ich die Schulternähte und bügle sie aus. Danach wird dieses Teil mit der Halsblende verstürzt, ausgebügelt und nochmal abgesteppt. Und dann wird das hier eingesetzt, da sehen wir uns wieder. Jersey wird genäht mit einer Jersey-Nadel, die hat eine abgerundete Spitze und einem elastischen Stich. Wer keinen elastischen Stich an seiner Maschine hat, verwendet einen schmal eingestellten Zickzackstich. Um auch bei feinen Stoffen saubere Nahtanfänge hinzubekommen, gibt es ein paar Tricks. Ich habe früher schon einmal darüber ein Video gemacht, den Link dazu findet ihr unten in der Infobox oder hier rechts oben unter dem i. So, mein Halsbeleg ist fertig und ich habe hier eine Ziernaht gemacht, ziemlich weit drin, sodass dieser Beleg hier fixiert ist und nicht mehr nach außen kommen kann. Für die Ziernaht lasse ich meine Stoffkante an der 2 cm Marke auf der Stichplatte entlang laufen. Versäubern muss ich Jersey hier in der Regel nicht, denn das franzt nicht. Aber es kommt immer aufs Material an, müsst ihr schauen. So, dann habe ich hier die vordere und die hintere Mitte markiert. Entgegen meiner Ankündigung von vorhin habe ich die Seitennähte noch nicht genäht. Nun wende ich das und stecke meinen Halseinsatz hier hinein. Damit ich jetzt beim Feststecken hier nicht durch alle vier Lagen gehe, sondern nur durch diese beiden, nehme ich ein Kunststoffbrettchen und schiebe mir das zwischen meine beiden gelben Lagen. So, und nun kann ich das hier feststecken. Und kann ganz sicher sein, dass ich nur diese gelbe und diese gemusterte Lage erwische. Und wenn ich nach oben komme, schiebe ich das weiter. So, und wenn ich vorne fertig bin, nehme ich das Ganze ganz vorsichtig und drehe es um.
Nun kann ich das rausnehmen, unter die Maschine legen und hier ringsherum feststeppen. So, ich habe das jetzt hier mit einem Geradstich abgesteppt und hier vorne entlang runter bis hier. Und nun kann ich, wenn ich will, diesen Einsatz noch ein bisschen zurückschneiden, also dass ich hier diese harten Ecken ein bisschen wegnehme. Wie gesagt, dieser Jersey franzt nicht, da muss ich nichts versäubern. So, und nun schließe ich noch die Seitennähte hier. So, jetzt kommt der Ärmel. Das ist die rechte Seite. Das ist die rechte Seite. Das wird nun rechts auf rechts hier mit einer Geradnaht, also mit einem Geradstich, aufgesteppt und danach ausgebügelt, nach unten geklappt und danach der Ärmel rechts auf rechts, der Länge nach gefaltet, gesteppt, ausgebügelt und ins Oberteil eingesetzt. So, hier habe ich mir zugeschnitten, zwei Stücke Stoff, 40 cm in der Höhe und so breit, wie es der Stoff eben hergibt. Das ist einmal 75 cm, das ist das größere Stück. Und das hier ist ein bisschen schmaler, ich glaube, ich habe das Maß vergessen. Also das werde ich nun zum Ring schließen und insgesamt hat das dann eine Weite von 120 cm. Es ist aber ein größeres und ein kleineres Stück, sodass die Nähte nachher nicht bei meinem T-Shirt hier auf die Seitennähte treffen werden, sondern ein bisschen mehr hinten im Rücken sind. Das macht aber nichts. Aus dem, was ich vom Shirt hier unten abgeschnitten habe vorher, habe ich mir drei 10 cm hohe Streifen zugeschnitten und dann eben ausgerechnet, wie viel ich brauche. Und das zum Ring geschlossen und das hat nun ebenfalls 120 cm Weite. Ich werde jetzt also das zum Ring schließen. Dann dieses links auf links falten. Und hier unten am Rock rechts auf rechts ansetzen. Annähen mit einer Geradnaht und dann so umbügeln. Und das ist dann quasi der Rock, das untere Teil des Shirtes. Und zuletzt wird dann nur noch das hier angesetzt. Also ich habe meine zwei Teile zum Ring geschlossen. Ihr seht, dieses hier ist kürzer als dieses hier. Das macht aber nichts. Ich habe die Seiten, also diese Nähte, aufeinander gelegt. Dann hier im Knick eine Stecknadel reingesteckt und hier im Knick eine Stecknadel hineingesteckt. Und dann das Ganze nochmal auf die Hälfte gefaltet. Dann habe ich hier die Viertel. Mit meinem Streifen, der ja aus drei Teilen zusammengesetzt, habe ich es genauso, der aus drei Teilen zusammengesetzt ist, habe ich es genauso gemacht. Ich habe hier also dieses links auf links der Länge nach gefaltet. Hier ist eine Naht und die andere Naht ist unsichtbar. Hier, genau. Die aufeinander gelegt und dann im Falz eine Stecknadel hineingemacht. Das ist also meine vordere Mitte und das ist die vordere Mitte. Und hier ist jetzt an beiden Teilen eine Naht und hier ist an beiden Teilen eine Naht. Das kommt also hier nicht aufeinander. Und dann gibt es nochmal eine Naht hier. Also bei diesem Muster, man findet die Nähte fast nicht. Wie gesagt, es ist nicht wichtig, dass die Nähte aufeinander kommen. Und das kommt nach vorne und das kommt nach hinten. Hier wird nachher die Seitennaht des Oberteiles sein. Das heißt, diese Nähte liegen ein bisschen im Rücken. Jetzt werde ich das hier noch so rechts auf rechts übereinander legen. Die roten Nadeln sind jetzt die Markierungsnadeln. Und dann das mit einem Geradstich ansteppen. Und dann ausbügeln. So, hier seht ihr das fertige Shirt. Ich habe mich jetzt hier für drei Kellerfalten vorne entschieden und drei Kellerfalten hinten. Wie man die genau näht, ohne Messen und Rechnen, das habe ich im letzten oder vorletzten Video gezeigt. Ich verlinke das nochmal da oben und unten in der Infobox.
Das ist das untere, das ist das obere und die Ärmel. Und ich muss sagen, es ist heute wirklich so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, wie es geplant war. Das ist bei Upcycling-Objekten nicht immer der Fall. Jetzt zeige ich euch noch, was ich übrig habe. Also vom T-Shirt ist so ein kleines Stück übrig. Und das ist unten der Bund, den werfe ich weg. Und von dem Kissen sind nur noch kleine Stückelchen. Weiß ich noch nicht, die werde ich wahrscheinlich auch nicht aufheben. Und wie gesagt, der Reißverschluss, da muss noch das abgetrennt werden. Und dann geht der in die Reißverschlusskiste, denn der hat eine Länge von 70 cm. So, und nun kommt noch die Anprobe. Gefällt euch mein neues Shirt genauso gut wie mir? Ich nähe übrigens nur gelb und grün im Moment. Ihr müsst das natürlich nicht. Ihr könnt natürlich in allen Farben nähen. Na, an welcher Schulter habe ich das Stückchen Stoff angesetzt? Ich bedanke mich für euer Interesse. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo dalasst, wenn ihr einen Kommentar schreibt oder einen Daumen hoch gebt. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Angelika. Tschüss.